Morgen, Herr Mieters. Grüß Sie. Ein kurzes Statement von Ihnen, Herr Baumeister. Herr Mieters, Sie sehen, dass der Andrang sich in Grenzen hält. Viele Menschen laufen noch mit Maske herum und fallen der Verblödungsmaschine der Bundesregierung anheim. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, aber wir kämpfen alle dafür, dass das... Ja, wir versuchen hier eben mit unserem Informationsstand mehr oder weniger die Realität oder die Wahrheit an die Menschen zu bringen. Wiewohl sie doch sehr informationsresistent sind, ein Großteil noch, möchte ich das einmal sagen. Ja, aber es bessert sich schon, oder? Ja, die Wahrnehmung ist so, dass so vom Gefühl her, wenn man sich jetzt den Prozente packt, waren am Anfang 30%, die gesagt haben, ja, mit dem können wir was tun, und 70% haben gesagt, nein, wir sind Corona-Leugner und das, aber die Kippe ist schon erreicht. Es sind schon, glaube ich, mehr als 50%, die sagen, ja, da stimmt irgendwas nicht. Also so kann es nicht sein, also hat man schon einen leichteren Zugang. Das, was bei den Menschen aber ist, ist, dass sie sehr viel Angst haben vor den Repressalien der Regierung, genau. Der Regierung. Gestern in Form durch die Mitbürger, Mitmenschen in Uniform, die einer dann mal das Maskenlein getragen, dann irgendwas Verordnungen, Verwaltungsübertretungen aufhören. Wobei die meisten Menschen, denen ist es nicht gewahr, dass das wie falsch parken oder schnell fahren ist. Das ist nicht mehr. Es ist einfach eine Verwaltungsübertretung. Und die kann man aber relativ einfach dann auch wieder so weit führen, dass sie entweder ruhend oder niedergelegt wird, das Verfahren, oder dass man dann endlich zum Verwaltungsgerichtshof kommt, dass man dort das wieder ein Stück weiter aufbrechen kann, dass diese Maßnahmen der Bundesregierung nicht evidenzbasiert sind. Ja, diese Unterschrift gehört einem gewissen Martin Rutter, mutig und frei, 16.01.21.